Willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Galaxy. Wir holen diese 5 Wonderpilze und machen weiter. Und zwar sehe ich das hier beim mittleren Planeten. Da gibt es... Oh, nicht runterfallen. Auch wieder ein Kometen. Aber immer nur lila, ne? Was hat's mit denen auf sich? Naja. Hab übrigens das Spiel schon länger nicht mehr gespielt. Ihr kriegt das aber nicht mit, weil ich meine Folgen immer vorproduziere. Ein Höhlenverlies. Im Anflug auf lila Komet. Lila Münzen auf dem Geisterschiff. Okay. Da gibt's auch Münzen. Achso, die habe ich schon angesammelt. Ich habe es gar nicht gesehen, dass ich die angesammelt habe. Ich glaube, ich schwimme mal nach oben. Ne, hier ist da noch eine. Habe ich hier nicht eingesammelt, gerade eben. Ah, jetzt habe ich sie aber. Mach mal. Sekündchen. Ah, ne. Ja, ich glaube, die sind hier überall verteilt. Ja, jetzt schießen einzelne ganz hinten. Ah, und ich glaube, jetzt macht hier auch die Begrenzung Sinn. Auch gerade auf die Münzen geben einem keine Luft wieder, wie es bei sonst allen ein bisschen schwierig hier die Orientierung zu behalten. Oh, hier ist eine Blase. Hier ist ein verdächtiger Felsen. Ist ja auch noch was drauf, nicht was sehen dürfte. Nee. Boah, ich bin nur sauknapp den Ding gedodged, aber hier kann ich vielleicht mal nachgucken von oben. Ne. Das scheint hier fürs Erste alles gewesen zu sein. Wer hätte gedacht, dass hier ein Geisterschiff ist? Wenn sich hier Geister rumtreiben, würde ich sie gerne austreiben, aber leider sind hier keine. Leider keine Geister hier. Unter der Erde gibt es wohl keine Liedermünzen. Ja, wieso sollen auch Liedermünzen sein? Aber da oben war noch eine. Die sind hier überall an irgendwelchen blöden Orten. Da oben sehe ich auch nochmal einen Schatten. Ja, die sind hier überall an den dümmsten Orten. Oh, gibt's doch Münzen. Ist hier nochmal ein Buhu? Nee. Und nochmal eine Münze, die einfach random in der Luft ist.
ich schiebe mir außen mal so ein bisschen lang. Mit A kann ich auch ein kleines bisschen schneller schwimmen. Ich verpasse dadurch eine Münze, weshalb die extra Geschwindigkeit mir relativ wenig. Die Kamera. So, jetzt kann es weitergehen. Die sammle ich gleich ein. Ja, schön, dass die Kamera auf das Schiff zentriert ist. Ich es mir außen gucken möchte. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen systematisch vorgehen. Das heißt, die hier mache ich auch mal zu Ende. Ich überall auf Schatten gucken. So, jetzt sammle ich alle Münzen ein, die sich unter Wasser befinden. Fläche zurück, Mario. Was macht hier der Toad unter Wasser? Wenn das Schiff fix auf... Ach, irgendwas mit auf dem Boden fixiert. Wenn das Schiff auf dem Boden fixiert ist oder so, keine Ahnung. So, welche Münzen? Ja. Das ist eine einzelne random Münze hier einfach. Das ist unglaublich. Gehe einfach mal davon aus, dass hier nichts mehr ist. Kann man die auch einsammeln? Okay, Walljumps gehen hier offenbar nur recht mühsam. War doch noch was. Oder? Hä? Okay, dann machen wir mal auf dem Schiff die Münzen. Ich dachte, hier wären noch welche gewesen. Also wirklich noch 50 auf dem Schiff? Und wenn ich mir das angucke, sind schon recht viele. Darf ich jetzt hier mal runterspringen? Ja, darf ich. Was soll ich, wie soll ich die da unten einsammeln? Darf ich jetzt hier ein paar geile Longjumps machen für ein paar Münzen, die einfach in der Luft schweben? Hechtsprung machen. So einer. Wie ich hier an die rankommen? Das so.
Ich habe noch nicht herausgefunden, wann Mario aus dem Wasser springt und wann nicht. Kann man die überhaupt so einsammeln? Okay, bis ich irgendwann einen völlig random Wandsprung gemacht habe, ja. Mist. Okay, selten darf ich einen Wandsprung machen, aber meistens nicht. Okay. Ich meine ihn einfach weg, aber ich merke schon, ich habe 90. Moment mal. Gibt's mehr als 100 Münzen. Ich dachte, ich müsste jede einzelne sammeln. Eben mal geschafft, hier rauszuspringen. Ja, keine Ahnung. Uns das auch hier mal angucken. Da sind zwei. Hm. Okay, dann gibt es doch exakt 100 Münzen. Ich dachte, hier wären vier. Wall Jump von diesem dummen Pfosten machen. Aber ich hab's geschafft. Aber es hat sich gelohnt, da eine feste Reihenfolge einzuhalten, wo ich alles abarbeite. Nämlich, ich musste nicht nach den irgendwie nach einer letzten Münze sehen, die irgendwo in die Ecke verschanzt war. Da waren einige echt in die Ecken verschanzt. Und ich habe halt jede gefunden, weil ich alles systematisch durchsucht habe. Kann man mal sehen. Es gelingt mir nicht selten, aber wenn es mir gelingt, dann ist es gut. Dann habe ich ja die Möglichkeit zu flexen. Dann gehen wir mal wieder zurück. Okay, da haben wir noch mal einen Kometen. Okay. Sternstoffgalaxie.
Das haben sie auf mich. Im Anflug auf lila Komet. Lila Münzen des Sternstaubs. Hier ist das Zeitlimit Musik. Okay. Dann den Mist, wo es halt eben immer gut ist, sich Zeit zu lassen, jetzt mit Zeitlimit. Okay. Jetzt sollte man die Münzen von hinten nach vorne einsammeln, wäre vielleicht etwas klüger, weil man dann einen verbesserten Überblick hat. Okay. Wahrscheinlich muss ich noch in den 36 Sekunden wieder zurück. Hier geht es offenbar nicht lang. Okay. Das war kurz und schmerzlos. Aber auch cool, dass ich mal die ganzen Galaxien abschließe. Okay, gibt es direkt ein paar neue Missionen. Was wirkt hiermit? Gibt es hier neue Kapitel? Lass uns beginnen. Kapitel 8, der Wunsch. Luma sagte zu dem Mädchen, das wieder traurig war: Mama, es ist doch bei dir. Als er sich sanft an das Mädchen schmiegte, versammelten sich die ganzen anderen Luma, die dem Ganzen zugesehen hatten. In dir drin ist eine Mama, ein Teil deiner Mama ist in dir. Der Sternstaub besteht aus Splittern von Mama, daher haben wir ihn so gerne. Nein, nein, das Mädchen hörte noch nicht auf zu weinen. Numas traurige Gesicht verwandelte sich in eine vor Freude strahlende Miene und er sagte: Ich will dir deinen Wunsch erfüllen. Ich werde ein Stern, eine Sternschnuppe, die auf der du reisen kannst. Und was ist heute mit mir los? Ich kann nicht lesen. Zurück zur Grundschule. Es werde ein Stern, eine Sternschnuppe, auf der du reiten und nach Belieben reisen kannst. Kaum hatte er das gesagt, stieg Luma in das grelle Licht gehüllt zum Himmel empor. Doch ehe man sich versah, kam er wieder gen Erdboden heruntergefallen. Kam er wieder gen
Erdboden. Rums, bums! Vom Kern des Sterns her wurde die Sternoberfläche kräftig durchgeschüttelt und aus dem Loch, in das Lummer gestützt war, drang ein grelles Licht und ergoss sich über den Stern. Als der Lichtgürtel sich rundherum drehte, wurde er zu einem prächtigen Kosmetenschweif. Lummer sah als Stern wiedergeboren worden. Das Mädchen verstand nicht, was da vor seinen Augen vor sich ging. Er sagte immer nur, was, was? Da erschien ein weiterer Lummer und sagte, wir Lummer wurden geboren, um Sterne zu werden. Ein grüner Lummer sagte, nach Möglichkeit will ich für das Lächeln einer mir wichtigen Person zu einem Stern werden. Ein blauer Lummer sagte, er ist glücklich, denn er ist ein sehr schöner Stern geworden. Die Lummer sagten im Chor, deshalb, Mama, weine nicht mehr. Danke, sagt das Mädchen mit kaum hörbarer Stimme. Dann umarmte es die Luma. Seit dem Tag floss kein Sternstaub mehr aus den Augen des Mädchen. Der Komet nahm seinen Schweif stolz hinter sich herziehend, Kuss auf die Heimat des Mädchen und bewegte sich durch das Sternmeer vorwärts. Ich hoffe, das Ding hätte nur 8 Kapitel, aber gut. Gibt's halt 9, und dann gibt's halt noch ein letztes Kapitel. Familie. Zahlreiche Lummer und zahlreiche Teleskope befanden sich auf dem Kometen, der wirklich hübsch war. Ich bin viel zu unfähig. Die Lummer und das Mädchen waren stolz, ihn ihr Zuhause zu nennen. Es fanden sich immer mehr Lummer ein und die Zeit verging wie im Flug. Heute gab es ein Willkommensmahl für die neuen Freunde. Das Mädchen versammelte die Lummer und sagte mit lauter Stimme, »Nun, ihr alle, heute wollen wir Brot backen, ein mit Sternstaub üppig bestreutes Sternstaubbrot.« Die Lummer waren außer sich vor Freude. Eiligst liefen sie und holten die Zutaten. Das Mädchen dachte sich, »Ich will für immer bei diesen Kindern bleiben. Bis es zu einem Tag, an dem sie füge werden, soll keiner von ihnen einsam sein, und wenn der Tag des Abschieds kommt, will ich sie mit einem Lächeln verabschieden. Das ist das Glück einer Mama.« Das Mädchen schoss die Augen und dachte an den blauen Stern, der von einem weichen Licht umhüllt war. »Aber einmal in 100 Jahren will ich zu diesem blauen Stern zurückkehren und im Dunkeln der Nacht die vorbeiziehenden Sterne beobachten.« Der Komet, auf dem die Luma und das Stern ritten, setzte seine Reise fort. Der Komet beherbergt mittlerweile eine so große Familie, dass man ihre Mitglieder gar nicht mehr zählen kann. Und noch heute zieht er einen weißen leuchtenden Schweif hinter sich her und einmal in 100 Jahren besucht er den Heimatstern des Mädchens. Ende. Damit ist Mamas Geschichte zu Ende. Das ist Freude. Und damit habe ich jetzt so viel Zeit verplempert, dass ich den Part beenden kann. Na, was heißt verplempert? Ist doch auch mal ganz interessant, oder nicht? Ich meine, es sind Teile des Spiels. Wir sind gerade dabei, das Spiel durchzuspielen, obwohl das gar nicht so geplant war, lol. Ja, ich immer wieder, das wird ja eh nur any percent. Ja, von wegen. Naja. Ich meine, ich kann jetzt immer noch das Let's Play Projekt beenden, 10 Sterne vorher, und ich hätte gegen keine Regeln gebrochen. Aber soweit dazu, das war's mit dieser Folge. Ich sag an der Stelle, ciao, Leute. Wie schmeckt ihr?